So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis mit neuem Headset endlich. Jetzt ist die Qualität hoffentlich ein bisschen besser von meinem gesprochenen Dünnpfiff. Ich bin unterwegs, mein Freund. Energiekritisch, jetzt schon. Oh mein Gott. So, ich muss ein bisschen lauter für mich machen, weil ich so leise drehen musste, dass man das Mikro hört. Also, dass man mich hört. Wahnsinn. So, was geht denn jetzt ab hier? Ich soll also vorgehen, oder wie sehe ich das? Ist das euer Ernst? Okay, das sind ja alle tot. Wir haben ja beim letzten Mal das Alien-Ding verfolgt. Rücken Sie zum Ü-Wagen vor. Greif auf den sicheren Kanal der KVA zu. Nomad, Sie und Psycho sichern das Gelände. Auf was soll ich zugreifen? Ich versuche hier... Ich kann das ganze Ding nehmen, aber das bringt nichts. Hören Sie, die KVA hält in dem Dorf einen Zivilisten fest. Das ist nur einen Klick entfernt. Könnte einer von Rosendahls Leuten sein. Nomad, durchsuchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier und überwache Ihren Funkverkehr. Die Lokalisierung der Geisel hat Priorität. Verstanden? Verstanden. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. Okay, alles klar, aber erst muss ich ein bisschen Salat ernten. Nein. Moment, habe ich hier, habe ich jetzt auch wieder schön ein bisschen Munition. Und habe ich jetzt Einzelschuss oder Dauerschuss? Ich weiß es doch auch nicht. Ist voll die Munition, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, können wir losstarten, oder? Ja, sieht gut aus. Starten wir mal los. Hier ist ein Sendeturm, warum auch immer. Weiß nicht, will ich am Strand entlang gehen, ist glaube ich besser, als mitten auf der Straße rumzugeiern. Ah, ich weiß nicht. Wie gesagt, erstmal Salat pflücken. Nee. Okay, alles klar. Dann starten wir mal durch. Bleiben wir auf der Straße. Eventuell komme ich da irgendwie hoch. Hier wimmelt es von Scharfschützen und Patrouillen. Ich werde jetzt einen Treffpunkt sichern. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du im Dorf bist. Q und E ist lehnen, aber ich weiß nicht, wo das auf dem Pad ist. Das ist halt schon traurig, ne? So, das ist Waffe wechseln, ja richtig. Auf dem rechten Steuerkreuz ist nichts, komischerweise. Okay, hier sind überall Scharfschützen, aber wir können ja zum Glück springen wie ein Bekloppter. Da können wir auch ein bisschen nach oben gehen und selbst ein bisschen scharfschützenmäßig unterwegs sein. Wenn wir das wollen. Ja, wir wollen das. Okay. Ich sehe bis jetzt keinen. Doch, da hinten fährt ein Auto zumindest schon mal. Am Strand ist nichts los. Aber ich werde anscheinend leicht gesehen. Kann das sein? Ich sehe das ja links unten an der Leiste. Aber ich sehe absolut keinen Gegner. Keine Chance. Kommen wir da hoch? Können wir noch weiter nach oben, ist die Frage. Ich glaube nicht. I don't think so. Aber wir können es ja mal probieren. Nee, so hoch kann nicht mehr er dann springen. Nee, keine Chance. Maximale Panzerung. Jawohl, gehen wir nach unten. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Roll nicht so rum, du Mädchen. So, dann sprinten wir mal ein bisschen. Schauen wir mal. Hier wimmelt es von Scharfschützen. Hat es geheißen. Aber ich weiß ja nicht, ob Prophet irgendwie ein bisschen zu viel gesoffen hat. Oh. Fernfeld aktiviert. Ist man ganz vorsichtig hier. Die können sich leider verdammt gut verstecken im Dschungel. Hier ist auch alles, das Gewächs ist so dicht. Man sieht die erst relativ spät, wenn man nicht weiß, wo die sind. Und wo ich das letzte Mal gezockt habe. Das ist schon ziemlich lange her. So, okay, da war anscheinend doch niemand. Alles ganz easy peasy. Maximale Stärke. Jawohl, so wollen wir das. So. Schauen wir mal. Also hier droht uns jetzt anscheinend keine Gefahr. Weil ich bin ja auch ganz gut im Dickicht versteckt. Aber der Nanosuit ist natürlich auch tiefschwarz. Oh mein Gott. Er hat mich entdeckt.
Jetzt nicht mehr. Jetzt kann er mich nie mehr sehen. Wo denn? Ist er da? Da ist er doch, oder? Okay, ich hab ihn. Sieht gut aus. Sehr schön. Hast du ein Scharfschützengewehr? Er hat tatsächlich ein Scharfschützengewehr. Ja, tauschen wir. Auch wenn ich die Waffe eigentlich nicht hergeben will, weil die ziemlich cool ist. Aber dafür werden wir selten Munition bekommen. Also wir werden öfters Munition für die AK hier bekommen. Kann man die Pistolen hergeben? Nope, kann man nicht. Was habe ich jetzt hergegeben? Okay, nee, die AK behalten wir. So, Scharfschützengewehr, jawohl. So muss das. So, jetzt ganz vorsichtig uns vorantasten. Hier ist ein Trampelpfad, hier könnten auf jeden Fall Gegner sein. Hier könnten auf jeden Fall Gegner sein. Und hier werden auch sicher Gegner sein. Oh, da hinten zum Beispiel. Ich hab dich doch schon gesehen. Versteck dich da nicht hin. Oh oh. Die ist ja gar nicht schallgedämpft. Das ist madig. Das ist richtig madig. Ich warte, bis sie rankommen und dann tarne ich mich und dann springe ich aus dem Gebüsch und gebe ihnen Headshots. Und zwar mit der Pistole. Oh, Psycho gibt mir Deckung, das ist nett. Oh, fuck it. Wie viele auf einmal, das ist ja... Damit habe ich nicht gerechnet, dass hier so viele auf einmal kommen. Das ist richtig haarig jetzt. So, schnell ein bisschen tarnen. Das sind einfach einfach viel zu viele. So, wir tarnen uns nochmal. Ich hole jetzt alle so weg, auch wenn das lame ist, aber sie machen es mir halt so einfach. Da ist er. Ne, der ist tot. Was ist denn der andere? Wo ist er denn? Da ist er, ja. So. Warten, bis die Energie ein bisschen aufgeladen hat. Hier müsste noch einer sein. Jawohl, da ist er. So. Oh, fuck. Da sind ja noch zwei. Das gibt es doch nicht. Da ist noch einer. Fernfeld aktiviert. Irgendwo muss der hier noch. Da ist er. Der hängt im Baum. Optimal. Was zum Teufel von hinten? Wow, Granate. Oh oh. Oh oh. Ich brauch... Fuck it. Kill den. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, du. Kommen sie auf einmal von hinten angeschissen, die Lappen. Unfassbar. Wo ist denn die Waffe? Hier ist Munition, sehr schön. Der hatte ein Scharfschützengewehr, hatte ich das Gefühl. Nee, eine Schrotflinte, alles klar. Ja, wir müssen erstmal hier einen Schalldämpfer draufpacken. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist madig. Das ist richtig madig. Hm, dann hätte ich doch lieber die andere Waffe behalten. Egal, weiter geht's. Sind wir nochmal gut davon gekommen. Wenn ich das mal so sagen darf. Habe ich ganz schön Aufmerksamkeit auf mich gezogen, du krasse Sache. Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie ein Terminal und greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Okay, machen wir das doch. Wir gehen oben rum. Das ist, denke ich, die klügere Entscheidung, bevor wir da unten irgendwie Stress verursachen. Und dann wieder die ganze Armee am Arsch kleben haben. Tarnfeld aktiviert. Schauen wir mal, ob hier oben alles safe ist.
da irgendwo eine Patrouille von hinten kommen könnte. Ich sehe jetzt niemanden. Okay, es sieht danach aus, dass alle da oben sind. Ah, das ist schlecht. Maximale Panzerung. So, dann warten wir mal hier ganz kurz. Okay. Scheiß auf Schalldämpfer. Dir gebe ich einen schönen Headshot. Fuck it. Also das war doch eindeutig ein Kopf. Jetzt habe ich ihn. Was heißt der energiekritisch? Was soll denn das? Oh, wie viele auf einmal da schon wieder sind hier. Der will nicht verrecken, der Typ. Ach so, keine Munition. Okay. Das bedeutet dann wohl, mein Freund der Nacht, ich komme. Ich hoffe, du bist der Letzte. Damit rechnet er nicht, dass ich so schnell bin. Nee, ist leider nicht der Letzte. Hä? Ich habe seinen Helm sogar runtergeballert und er lebt halt immer noch. Bitch, please. Das kennt ihr... What the fuck, Mann? Hier nichts trifft, einfach nur. Mal Dauerfeuer hier. Kann ja wohl nicht sein. Habe ich sie jetzt endlich. Oh mein Gott. Sie nicht verrecken wollten. Einfach nicht sterben wollten. So. Das ging schon wieder ganz gut ab, du. Nochmal genügend Munition. Jawohl, ist schon wieder voll. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier benutzen. Also, ist bloß so ein Radiosender. Munition ist voll. Scharfschützengewehr-Munition wäre klasse. Okay. Kann man auch nichts mitmachen. Aber hier kann man was machen. Sehr schön. So. Achtung, wir haben jetzt die exakten Koordinaten. Ihr Kontakt wird im Schulgebäude festgehalten. Checken Sie Ihr Navi. Okay. Sie haben irgendwas auf dem Monitor. Wie es aussieht, nähert sich uns eine Flotte. Es muss die Kavallerie sein. Die ganze Flotte nur für uns? Das kann Ihnen egal sein. Konzentrieren Sie sich auf die Befreiung der Geisel. Machen wir. Oh, da unten, da wird es richtig gut abgehen. Boah, fuck, jetzt wäre ich fast in den Abgrund gestürzt, aber können wir eigentlich runterfallen lassen. Sollte funktionieren, jawohl, passt schon. Der heult zwar ein bisschen rum. Oh, da ist einer. Boah, da sind mehrere. Fuck it, wie konnte ich den nicht treffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt wird's haarig. Ja, ja, das war richtig schlecht, aber das ist gut, dass wir gestorben sind, weil das war so schlecht. Also so unfassbar, richtig unfassbar kackendreist. Unfassbar schlecht einfach nur. Also da sind einige. Das ist eine richtig große Patrouille hier. So, jetzt snipe ich alle einfach weg. Da ist noch einer. Zwei. Drei. Maximale Panzerung. Oh oh. Der muss da im Gebüsch sein. Aber ich sehe seinen Kopf nicht. Das ist ganz schlecht. Tarnfeld aktiviert. Ja, dann holen wir den halt weg hier. Maximale Panzerung. So. Einer noch. Da ist er. So, das war's. Haben wir alle schön weggeholt. So muss das und nicht wie vorhin. Naja, richtig schlecht daneben geschossen aus einem Meter.